Es gibt gegenwärtig nur ein System, was Massentransport im Erdsystem beobachten kann. Das ist die Grace-Mission und hoffentlich bald dann die Grace-Follower-Mission. Keine andere Raumfahrtagentur auf der Welt betreibt ein derartiges Missionskonzept. Wir bekommen über den Verlauf der Mission eine Zeitreihe von monatlichen Schwerefeldern, die voneinander unabhängig sind und die man dann vergleichen kann. Und aus dem Vergleich dieser monatlichen Lösungen sieht man dann Änderungen im Schwerefeld. Und diese Änderungen im Schwerefeld sind zurückzuführen auf Änderungen in der Massenverteilung. Zum Grace-Start, mehr als 15 Jahre zurück, befand ich mich gerade in der Endphase meines Studiums. Und ich habe dann die Gelegenheit bekommen, eine Diplomarbeit zu schreiben, die sich mit der Analyse der ersten Grace-Schwerefelder befassen sollte. Ich habe dort also ein Schwerefeld bekommen, 22 Tage Daten sind dort eingeflossen und ich habe es verglichen mit Schwerefeldern aus konventionellen Daten, die damals vorlagen. Und der Vergleich hat gezeigt, die wenigen Tage Grace liefern eine höhere Genauigkeit und eine bessere räumliche Auflösung als alles, was vorher aus Satellitendaten bekannt war.